Am Wochenende war das Mekka für Katzenliebhaber und Züchter die Sachsenlandhalle in Glauchau. Der Rassekatzenverein aus Mülsen hatte zur ersten internationalen Ausstellung geladen. Unsere Aussteller kommen aus ganz Deutschland, also aus den alten Bundesländern sehr viele, aus den neuen Bundesländern sehr viele und aus Polen sind Aussteller da. Eine Besonderheit der diesjährigen Schau war die Bewertung der Rassekatzen durch 4 Zuchtrichter. Unter deren strengen Augen wurde nach festgelegten Kriterien beurteilt. Es gibt für jede Rasse gibt es einen bestimmten Standard. Es wird bewertet die Augenfarbe, der Körperbau, die Kopfform, das Fell, die Gesamtkondition. Und dann gibt es noch spezielle Feinheiten, zum Beispiel bei den Heiligen Birma, die müssen noch weiße Handschuhe und weiße Sporen haben. All das ist in einem Standard festgelegt und wird dann von den Zuchtrichtern bewertet, inwieweit die Katze dem jeweiligen Standard entspricht. Für die Besten gab es natürlich Preise entsprechend den einzelnen Kategorien. Voller Stolz nahmen die Katzenbesitzer die Ehrungen für ihre Lieblinge entgegen. Doch auch für die Zuschauer hatte sich der Weg gelohnt. Es gab nicht nur Katzen verschiedenster Rassen zu bestaunen, sondern auch ganz besondere Tiere. So zum Beispiel Rocky, der mit seinen 12 Jahren der Routinier der Ausstellung war. Manche Teilnehmer waren richtige Stars mit eigenen Fanartikeln. Andere nutzten die Gelegenheit für eine Fotosession. Nicht Hahn im Korb, sondern Hund auf der Decke war dieser Vierbeiner. Für das leibliche Wohl der Samtpfötchen war gesorgt. So eine Ausstellung macht natürlich ganz schön hungrig. Schauen Sie doch nächstes Jahr einfach einmal vorbei.